Ich muss ihm recht geben. Bis dahin allerdings fragen sich jetzt alle, ja, also wer denn jetzt, Friedrich Merz oder wer sonst? Wird er als Kanzlerkandidat antreten? Wer? Sie. Ich? Ja. Da hat aber einer seinen Louis de Funès gelesen. Richtig. Wer wird in der CDU-CSU eigentlich der nächste Kanzlerkandidat? Wer setzt sich durch? Denn die Union wird mit relativ großer Wahrscheinlichkeit bei der nächsten Bundestagswahl eine große Rolle spielen, den Kanzler zu stellen. Seit Monaten nämlich ist die CDU-CSU wieder auf Erfolgskurs, während die Ampel immer weiter an Zustimmung verliert. Doch je näher sich die Bayern-Landtagswahl und die Bundestagswahl und auch je näher die Europawahl rückt, desto mehr rückt auch die Frage der Kanzlerschaft in den Raum. Und weil die Heute-Show jetzt einen Clip aus meinem Interview mit dem NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst verwendete, möchte ich den Ball aufgreifen und jetzt auch mal schauen, wer wohl der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden könnte. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Und natürlich weiß ich, dass die Bundestagswahl noch weit weg ist. Aber es ist schon spannend, jetzt schon mal sich die Kandidaten anzuschauen und darüber zu sprechen, denn nicht nur ich mache mir darüber Gedanken, nee, auch die Parteien sind schon längst dabei zu schauen, wen man in Stellung bringen kann. Führende Landes-CDU-Politiker sprechen sich nämlich jetzt auch schon für einen Kandidaten aus. Und klar, es kann auch echt viel passieren, aber mit Blick auf die Umfragewerte ist auch klar, die Union liegt deutlich vorne. Und sich frühzeitig auf einen Kandidaten zu einigen, hat sich bei der SPD zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl durchaus ausgezahlt. Mehr als ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021 legte sich die SPD damals fest und sagte, jo, wisst ihr was, Scholz wird's. Und tatsächlich hat der CDU-Chef Friedrich Merz, dessen Chancen wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer besprechen, bereits gesagt, dass die Kanzlerkandidatenfrage bis spätestens zum Frühherbst 2024 geklärt sein soll und eigentlich auch schon etwas früher, wenn möglich. Also fangen wir doch mal an mit dem aktuellen Parteivorsitzenden und Bundestagsabgeordneten der CDU, gerade schon erwähnt, Friedrich Merz. Am Ende eines jeden Kandidaten übrigens vergebe ich auch nochmal eine Prozentzahl von 0 bis 100%, die die Wahrscheinlichkeit angibt für die jeweilige Kanzlerkandidatur und wie erfolgreich die innerhalb der CDU ist. Obwohl die Ampel-Bundesregierung in Deutschland vergleichsweise unbeliebt ist und sie seit Amtsantritt immer weiter an Zustimmung verliert, sind die einzelnen Politiker und Politikerinnen der Ampelregierung trotzdem doch noch recht beliebt. Also wir hätten da Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock, Lauterbach, Lindner. Also die führen zum Beispiel beim ZDF-Politbarometer, also der Forschungsgruppe Wahlen, die Beliebtheitsskala unter den Bundespolitikern an. Man könnte jetzt meinen, ja, CDU-CSU-Politiker sollten da auch weit vorne sein durch die guten Parteiumfragewerte, aber weit gefehlt. Friedrich Merz reiht sich aktuell auf Platz 8 ein, sogar hinter seinem Kollegen aus Bayern, Markus Söder. Aber tatsächlich gibt es aus den CDU-eigenen Reihen auch schon erste Stimmen, die sagen und fordern, ja, Friedrich Merz, das ist unser Kanzlerkandidat. So zum Beispiel der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann. Der sagte nämlich, Zitat, ich halte Friedrich Merz für den besten Kandidaten, um dieses Land wieder nach vorne zu bringen. Für mich gibt es keine andere Option. Übrigens war Friedrich Merz auch schon 2021 zur Wahl des neuen Parteivorsitzenden Linnemanns Favorit. Bekanntlich verlor natürlich Merz die Wahl gegen Laschet, der dann Parteivorsitzender wurde und auch Kanzlerkandidat wurde und dann verlor. Nach der Niederlage gegen Laschet wollte Merz ja, wir erinnern uns mal, Bundeswirtschaftsminister werden, was Linnemann allerdings nicht so gut fand. Aber wie dem auch sei, auch andere CDU-Größen sprechen sich jetzt auch schon für Friedrich Merz aus. Zum Beispiel Thorsten Frey. Der ist der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Bundestag und sagt, dass Merz der, Zitat, exzellente Kandidat ist. Aus seiner Sicht war der große Fehler der CDU-CSU bei der letzten Wahl, sich nicht frühzeitig gemeinsam hinter einen Kandidaten zu stellen. Deshalb meinte er weiter, Zitat, Fraktion und Partei werden dieses Mal geschlossen hinter Merz stehen. Gut, jetzt muss man sagen, das sind alles Politiker, die Merz ohnehin nahe stehen. Dass die sagen, Merz, Witz, der soll sein, ist ja durchaus früh, aber irgendwie auch keine Überraschung. Das Meinungsforschungsinstitut INSA gibt da zumindest mal erste Anzeichen für, wer bei den Bundesbürgern der Favorit sein könnte in der Union als Kanzlerkandidat. Tatsächlich, Merz ist es nicht. 31% sagen nämlich, dass Söder die größeren Erfolgschancen hätte, 21% Merz. Gut, laut INSA sagen aber aktuell auch 39%, dass
beide keine guten Erfolgschancen hätten, ganz davon abgesehen. Und trotzdem bekommt Friedrich Merz von mir mit 50 von 100% die größte prozentuale Erfolgschance, dass er wirklich der nächste Kanzlerkandidat der Union wird. Aber das bringt uns zu unserem nächsten Kandidaten, mit dem ich ja auch schon gesprochen habe. Aber schreibt mir mal eure prozentuale Aufteilung in die Kommentare. Wie viel Prozent Erfolgschance gibt ihr den jeweiligen Kandidaten? Ab damit hier unten rein. Und dieses Video hier wird möglich gemacht übrigens von Steuerbord. Also, wenn ihr eure Steuererklärung für 2022 einfach und simpel einreichen wollt, dann verwendet Steuerbord. Gerade als Studis oder wenn ihr eine Ausbildung macht, lohnt sich das echt, denn in ca. 20 Minuten macht ihr eure Steuer im Handumdrehen mit dem Steuerbot, wie der Name es schon sagt, in einer chatartigen Funktion. Also durchschnittlich werden in Deutschland ja pro Kopf etwas mehr als 1.000 Euro an Steuern zurückgezahlt. Ist natürlich bei jedem individuell, aber wer weiß, vielleicht ist es bei euch ja auch so. Und für eure eingereichte Steuererklärung über Steuerbot zahlt ihr mit meinem Coop-Link, den ihr in der Beschreibung auch nochmal findet, knapp unter 20 Euro. Ist also echt günstig und es ist das Wichtigste, man braucht wirklich keine große Vorahnung oder Vorkenntnisse von Steuererklärungen zu haben. Da kann ich euch echt die Angst nehmen. Also testet es gerne mit meinem Promocode oder dem Link in der Beschreibung. So, jetzt reden wir über den Ministerpräsidenten von NRW und wie im kurzen Ausschnitt von der Heute-Show eben zu sehen war, habe ich mit ihm ja genau über diese Frage schon gesprochen. Hier mal jetzt aber seine etwas längere Antwort zu der Möglichkeit einer Kanzlerkandidatur von ihm. Leons 5139. Einfache Frage. Wird er als Kanzlerkandidat antreten? Wer? Sie. Ich? Ja. Also, ich sitze ja mit Ihnen hier. Ja, ich glaube, das ist jetzt vielleicht für, wie heißt er, Leons? Leons, ja. Leons, 5139. Spannend, aber ansonsten eigentlich für keinen. Doch, ich finde das auch sehr spannend tatsächlich. Dann sind Sie ja schon so zweit. Ja, aber, ich glaube, da sind noch ein paar mehr Leute, die das auch sehr, sehr spannend finden. Bundesregierung ist ja noch nicht mal richtig angefangen zu arbeiten. Lassen wir sie doch erstmal machen und dann klären wir irgendwann in der Union, wer bei uns Kanzlerkandidat wird. Das interessiert bei uns in der Partei, ehrlich gesagt, außer dem einen oder anderen, der von Journalisten gefragt wird, in dem Moment, wo er gefragt wird, ich sage niemand, ich kenne die Debatte nicht. Ist ja aber trotzdem spannend, dass Sie sagen, es muss noch geklärt werden. Für mich steht das nicht für mich persönlich, aber wenn ich das interpretieren würde, wenn es Friedrich Merz ist, dann würde das ja eigentlich schon irgendwie feststehen, oder nicht? Ja, aber mir ist auch nicht erinnerlich, dass die beiden Parteien CDU und CSU schon einen Kanzlerkandidaten ausgerufen hätten. Da gibt es Verabredungen zwischen den Parteivorsitzenden und das ist auch gut, dass es die gibt und da wollen wir uns alle schön dran halten. Aber wären Sie bereit, grundsätzlich, wenn man Sie fragen würde? Ich bin sehr, sehr glücklich hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das ist die typische Politikantwort, aus der ich jetzt auch nicht mehr rausbekomme. Das finde ich... Ich verzweifle da immer, Leute, an solchen Antworten. Allerdings, wenn ich noch dreimal nachfrage, kommt immer irgendwas Spannenderes noch hinten bei raus. Deswegen nochmal. Werden Sie antreten? Ja, nein. Ich bin total happy hier in Nordrhein-Westfalen. Ja. Hendrik Wüst ist ja noch gar nicht mal so lange der MP von NRW. Er hat ja Armin Laschet beerbt und nach seinem Abgang führt er jetzt seit 2022 eine Regierung mit den Grünen in NRW an. Tatsächlich sehen viele innerhalb der CDU, vor allem in NRW, natürlich in Wüst einen Gegenkandidaten zu Merz. Während Friedrich Merz das ein oder andere Mal aneckt und ja alle paar Wochen für eine etwaige Aussage kritisiert und angefeindet wird und die CDU im Bund laut Umfrage werden, aber trotzdem auf Platz 1 führt, ist Wüst oft eher das Gegenteil oder zumindest die mildere Variante von Merz, von Friedrich Merz. So, und Wüst Befürworter meinen außerdem, dass er gezeigt hat, dass die CDU mit Hendrik Wüst in typischen SPD-Hochburgen wieder gewinnen kann. NRW war ja eigentlich SPD-Land und man darf auch nicht vergessen, dass die CDU bei der Bundestagswahl 2021 die eindeutig meisten Wählenden an die SPD verloren hat. 1,5 Millionen Wählende sind von der Union an die SPD gewandert. Knapp 1 Million sogar von der Union an die Grünen. Wüst selbst hat bisher noch kein offizielles Nein gegeben zur Kandidatur, aber er spricht sich, wie wir gerade ja gehört haben, auch nicht dafür aus. Die Frage ist jetzt nur, im Frühjahr 2024 gibt es ja bereits eine andere wichtige Wahl, nämlich die EU-Parlamentswahl. Wäre ja vielleicht ganz praktisch da schon zu wissen, wer die Union anführt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder extra EU-Parlamentsspitzenkandidaten und die CSU hat dazu auch schon gesagt, nee, so ein Spitzenkandidatenprinzip brauchen wir eigentlich eh nicht mehr. Und dennoch, ich gebe Wüst aktuell eine 30-prozentige Chance, dass er es wird. Kommen wir aber jetzt zu Markus Söder. Markus Söder hat zwar schon bei Markus Lanz gesagt, dass das jetzt kein Thema für ihn sei,
Vermutlich aber auch deshalb, weil am 8. Oktober erst einmal in Bayern eine Landtagswahl stattfindet und die müsste Söder erstmal ganz klar für sich entscheiden und auch für die CSU entscheiden, damit er überhaupt Anspruch erheben könnte auf eine mögliche Kanzlerschaft. Wie ich in einem meiner Videos bereits erklärt habe, was ihr auch im i verlinkt findet, ist für die CSU die absolute Mehrheit wohl jetzt schon ad acta gelegt, aber die 40% muss Söder und die CSU wohl auf jeden Fall holen. Alles andere, was darunter liegen würde, wäre wohl aus Sicht der CSU eine Enttäuschung. Das Ergebnis von 2018 mit 37,2% war da schon eine Enttäuschung. Dieses Mal muss es mehr sein. Und es wird auch davon geschrieben, dass die CSU-Parteispitze verärgert gewesen sei darüber, Zitat, dass sich erste CDU-Prominente zu der Kanzlerkandidatenfrage äußerten und Merz nannten, wie wir vorhin ja schon gehört haben. Zitat, das sei viel zu früh, hieß es, die Debatte bräuchte man jetzt nicht. Ich gebe Söder aktuell ja, eine 15%ige Chance. Bleibt dann aber noch der Außenseiter, Daniel Günther. So, manche fragen sich jetzt vielleicht, wer ist Daniel Günther? Andere wissen es natürlich, es ist der CDU-Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Tatsächlich holte er und seine CDU bei der Landtagswahl im Mai 2022 mit Abstand die Mehrheit der Stimmen. 43,4% und hängte damit auch eben im Norden die SPD komplett ab. In der CDU selbst sehen ganz viele diesen krassen Erfolg auch wirklich eng verknüpft mit Günther selbst. Ähnlich wie bei Wüst steht auch Daniel Günther eher für einen konfliktvermeidenden Kurs. Die Tagesschau beschreibt seine Arbeit so, dass er politische Lager versucht zu überwinden. Zitat: Kein Wunder, dass Günther im schleswig-holsteinischen Wahlkampf größtmöglichen Abstand zur Bundespartei gehalten hat. Es gab kaum gemeinsame Auftritte, sie hätten auch nicht geholfen. Die meisten, die in Schleswig-Holstein die CDU gewählt haben, sind laut Umfragen wenig überzeugt von Merz, umso mehr von Günther. Zugegeben, seit der Wahl ist einige Zeit vergangen und auch wenn die CDU in Schleswig-Holstein immer noch deutlich vor den anderen Parteien liegt, hat die Partei dort wieder etwas an Boden verloren. Ja, und generell muss man sagen, dass man auch immer weniger Stimmen aus dem Günther-Lager hört und auch aus dem CDU-Lager hört für Günther. Deshalb hat er wohl auch, wie ich finde, eine Außenseiterchancen. Deshalb gebe ich ihm die restlichen 5%. Fazit: Ich glaube, es wird trotzdem ein Rennen zwischen Merz und Wüst. Und vermutlich wird die Partei aus 2021 gelernt haben, aus den Zankereien und sich lieber hinter einen Kandidaten versammeln, der zwar nicht allen passt, aber Hauptsache die CDU-CSU regiert wieder. Meine Prognose. So, und bei mir geht's jetzt weiter. Hier gibt es zwei weitere Videos von mir. Schaut ihr euch gerne an und danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.